Liebe Leute, wir spielen weiter. Ihr seid bei Jurassic World Evolution 2 auf Twitch und danach ja auch auf YouTube. Und wir hatten Sturmschäden. Wir müssen mal gucken, ob wir alle jetzt hier halt durchgekommen sind. Ich glaube, ein paar sind jetzt ein bisschen unglücklich. Ne, es geht. Bestand, Größe, ein paar waren gestorben, ist wieder okay. Dann schauen wir mal, wie ist. Ja, und hier gibt es ein Problem. Bei Stan müssen wir ganz schnell helfen. Die Velos sind echt schwer und teuer. Ganz schnell mit unserem. Das mache ich selber. Da muss ich selber ran. Das will ich nicht ans Personal delegieren. Einmal rüber, bitte. Achso, ist der schon wieder heil? Der kann abtransportiert werden, ne? Da hatten wir hier Transport zurück zum. Oh Gott, was war das für ein Tier? Wo war der nochmal? War der hier oder hier? Was ist das für einer? Ein Struthiomimus, die waren, glaube ich, hier in der Mitte, ne? Seht ihr einen? Gott, wo sind die denn? Ist das einer? Ne. Immer diese Tarnfarben. Ich glaube, hier war das gewesen. Aber ich gehe mal auf Nummer sicher, bevor es hier irgendwie Ärger... Ach, die haben sich im Gebüsch versteckt. Okay, war alles richtig. Wiebes Gedächtnis war intakt. Das einmal von hier aus also rüber, Transport hier ins Nachbargehege. Und hier vorne wiederum mit dem Doktor, Fahrzeug, geht's rüber zu den Velos. Aber im Schnelltempo. Stellt euch bitte eine Sirene vor und es müssen alle beiseite spritzen. Weg da! Ein fleischfressender Saurier, ich muss jetzt ein Leben retten. Weg da! Weg! Ja, Leute, bitte geht mal zur Seite. Bisschen mitdenken hier. Ihr seid wegen der Dinos hier. Die muss ich retten, denn. Irgendwo da vorne ist es. Wir fahren mal um das Ziegengrab herum. Oh, ich darf ihn jetzt nicht überfahren, ne? Ich versuche mal vorher abzubremsen. Innere Blutung, das ist ja scheußlich. Da müssen wir sowas von schnell retten. Sofort einmal betäuben, bitte. Das ist ja furchtbar. Einfangteam. Sofort starten, es muss jetzt ganz, ganz schnell gehen. Ganz, ganz schnell. Nicht weglaufen, ich will dich doch retten. Nein, komm zurück! Du kleiner Racker, ich will dich retten! Gott, wie der Hubschrauber zittert. Ja, einer. Reicht einer? Ja, geschafft. Puh, jetzt fängt's an zu regnen. Hoffentlich nicht schon wieder einer von diesen Stürmen hier. Schnell abtransportieren rüber und zum Dock, bitte. Auf geht's. Aufgabe starten. Das war knapp. Das war knapp. Wird jetzt gerettet. Einmal abtransportiert. So. Parkbewertung muss steigen. Diverse Problemchen da. Wir brauchen mehr Saurier-Spezies. Mehr Einnahmen generieren. Und zwar deutlich mehr. Wir waren lange nicht mehr in der Forschung, ne? Wir brüten jetzt erstmal nochmal einen von den. Denen, die brauchen noch ein paar mehr. Da brüten wir nochmal. Und dann schauen wir mal. Hier vorne? Der ist doch wieder gesund, der ist doch gerade abtransportiert worden. Warum braucht er eine Statusüberprüfung? Der ist doch gerade abgeholt worden. Also wenn es so sein soll, warum nicht? Hierhin bitte unter einmal Status überprüfen. Sind alle Ranger-Stationen abgedeckt?
Ja, alle vier sind, glaube ich, abgedeckt. Es hat geklappt. Und was ist jetzt hier los? Da gab es gerade nur ein bisschen Ärger. Der ist einsam, weil kein zweiter da ist. Rein hier, bereit zum Ausbrüten. Das ist gut hier. Einmal ausbrüten, bitte. Personal beschäftigt. Echt? Einmal ausruhen. Aber die in Behandlung? Ach, Shee, der normalerweise fürs Brüten benutzt wird, der ist im Augenblick bei der Behandlung des kranken oder verletzten Sauriers hier. Deshalb kann er das nicht machen, okay. Und das war hier vorne wiederum. Ja, Behandlung läuft, da müssen wir einen Moment abwarten. Die bisherigen Dinos auf 100% erhöhen, empfiehlt wie das nicht hier. Was meinst du mit 100%? Beim Komfort oder wobei? Eben waren die schon überall bei 100. Ja, die brauchen alle noch viel mehr. Die brauchen alle noch viel mehr Dinos. Aber wir müssen jetzt erstmal, wir können schon mal synthetisieren nochmal. Geht nicht, der ist ja in der beim Dingenskirchen, beim sich ausruhen. Bei der Erforschung vom Genom, das können wir auch machen. Wir können nochmal eine Expedition starten. So, jetzt ist er hier vorne erstmal gesund. Kann einmal abtransportiert werden, der Velo, und bitte wieder hier oben hin. Irgendwo ist jemand angeblich sauer. Das ist vermutlich der Dino, der hier oben alleine ist. Und da holt sich ein Wissenschaftler. Dann hatten wir schon, halten wir nochmal Ausschau nach einer Expedition, um unser Erbgut nochmal zu verbessern. Wechseln nochmal rein in die Expeditionen. Das war eine ganz neue Art. Den könnten wir mal verbessern hier. Da sind wir bei 71. Fliegen da einmal hin. Nehmen mit. Schnellere Expeditionen Kurana und auf geht's. Und während wir das machen, gehen wir nochmal einmal in die Brutstation rein. Und schauen uns die Fossilien an. Oh Gott, wo ist das nochmal? Weil wir müssen, glaube ich, wir können, glaube ich, ein paar Fossilien mittlerweile wieder aussortieren, ne? Ist schon wieder einer ausgebrochen. Das gibt's doch gar nicht. Wer ist denn ausgebrochen? Einer der Velos, Olli, weil er einsam war. Und Stan wird gerade so rübergebracht und ist dann einsam, weil Olli nicht da ist. Das sind echt hier ganz süße, sind das hier. Mach ich selber. Alle Besucher rein, schreien, schreien, rennen, schreiend weg. Wo ist er denn? Da hinten. Ganz knapp daneben. Hubschrauber zittert ein bisschen. Hat geklappt und bitte abtransportieren. Und hier hin. Ganz kurze Entfernung. Mit heilen Zäunen hat das nichts zu tun. Der Raubfriese, guck mal. Die Zäune sind heil. Der ist ausgebüxt, weil er Stress hatte. Und der Stress kam da, ja, weil der alleine war. Der war deshalb alleine, weil wir nur zwei hatten von dieser Art. Und der andere war gerade beim Doktor. Und der erste hat sich so alleine gefühlt, dass er so gestresst war, dass er ausgebrochen ist aus dem Zaun. Aber nicht deshalb, weil der Zaun kaputt war, sondern weil er ihn dann kaputt gemacht hat. Was ist das hier vorne? Da hinten ist ein Zaun kaputt, den er gerade kaputt gemacht hat. Aber den hat er dann kaputt gemacht, um auszubrechen. Der ist nicht ausgebrochen, weil der Zaun kaputt war. Wir holen uns einen Ranger und schicken dem Ranger Team 1. Nee, das machen wir lieber nicht manuell. Das machen wir. Produktzustellung bestätigt.
macht er hier vorne automatisch. Einmal hier hin. Reparierte den Zaun bitte. So. Die beiden sind im Augenblick noch sauer, aber gleich sehen die sich und sind dann glücklich. Fehlender Wald? Ach, der deckt gerade erst sein Territorium auf. Was ist denn jetzt los? Jetzt muss er sein Territorium neu aufdecken. Und ist deshalb sauer. Da müssen wir abwarten. Die beiden kämpfen. Eben waren die einsam und sind ausgebüxt, weil sie sauer sind, weil sie sich so einsam gefühlt haben. Kaum sind sie wieder zu zweit. Schon bekämpfen sie einander. Das ist also hier. Das ist schon sehr krass. Wie man es macht. Macht man es falsch. Zaun ist repariert. So, wir hatten hier vorne in der Brutstätte jemanden, den wir ausbrüten wollten. Dann gehen wir rüber in den Kontrollraum und zu den Mitarbeitern nochmal. Und jemand ist, muss sich dringend einmal erholen. Dann schauen wir uns nochmal an, ob wir irgendwo noch ein Gebäude bauen wollen, um mehr Geld einzunehmen, weil das hat Rast. Wir haben überhaupt keinen Puffer hier. Dekos können wir immer bauen, Strom ist okay. Die Layer. Besucherandrang. Einrichtungsversorgung hier unten mies. Hohe Nachfrage und hier ist nichts los, das ist der lange Weg. Dann bauen wir hier unten noch ein paar Einrichtungen hin, ne? Essen, trinken und so weiter. Toilette ist da. Eine kleine Einrichtung. Muss allerdings auch Strom bekommen. Wie gut, wie weit reicht die Stromversorgung? Nur bis hierhin. Wir müssen das hier vielleicht auf die gegenüberliegende Seite hinsetzen. Da sollte eigentlich Platz sein. Tja, von wegen. Wir könnten es hier in die Mitte reinsetzen. Das sollte vielleicht sogar schon reichen. Hier so hin. Knapp. Dann hier die Seite bitte. Das sollte doch wirklich gehen. Ach komm, hab ich nicht fertig. Das geht nicht, weil zu wenig Platz. Dann schieben wir die Toiletten eine Idee nach rechts. Oder hier hin. Ist da jetzt ein Straßenanschluss oder keiner? Ist mir nicht ganz klar. Auf der gegenüberliegenden Seite die Einrichtung. Die aber noch nicht freigeschaltet. Im Chat wurde eben. Pardon. Die haben wir alles noch nicht eingeschaltet. Die mittleren und großen Einrichtungen. Hotels, kleine Hotels, Schutzbunker. Und bauen eine kleine Einrichtung gegenüber hin. Ich hoffe, es klappt jetzt. Sieht auch so danach aus. Strom sollte eigentlich auch da sein. Richten wir nachher ein. Wird gleich konfiguriert. Aber nicht den, doch den breiten Weg. Dann wird das, hatten wir das Kino eigentlich zu Ende konfiguriert? Ich glaube nicht. Ach, da gab es noch keine weiteren Module. Das kleine Einrichtungshaus hier. Donuts haben wir schon. Nochmal Donuts ist irgendwie doof. Wir konfigurieren es.
In Module. Steaks, da haben wir ein bisschen Abwechslung. Andere Getränke oder Einkaufen. Das sind die Geschenkeläden. Die kann man nichts auch woanders hinsetzen. Ne? Das sind Geschenkeläden. Essen, Trinken, Geschenke zum Einkaufen, okay? Machen wir. Wurde das gerade übernommen? Ich glaube nicht. Andere. Anklicken. Muss ich das irgendwo bestellen? Ach hier, zu Einkaufen ändern. Ja. Konfigurieren. Actionfiguren. Freizeitbekleidung, Hüte. Dann nehmen wir mal... Wir haben viele Abenteuerleute, wir haben viele Naturleute da. Das heißt, Freizeitkleidung sollte gut klappen. Natur hatten wir die meisten, ne? Dann verkaufen wir mal Freizeitkleidung. Obwohl, die sehen die, weil das sind zwei grüne. Die Luxusgüter wären auch cool. Die weißen sind alle. Aber das sind ja auch alle drei. Haben wir hier alle drei Freizeitbekleidung, basta. Dann schauen wir uns mal die Module an. Die teilen wir mal gleichmäßig auf. Grün auf jeden Fall. Weiß ist alle. Rot, grün, gelb. Ein Selfie-Spot. Spot. Der ist alle und die roten. Und dadurch haben wir die grünen und die gelben. Dann haben wir alles abgedeckt. Und dann machen wir nochmal, damit die grünen noch glücklicher sind, weil das ist unsere Hauptgruppe. Gehen wir noch einmal rein in alle und in grüne. Dadurch werden alle ein bisschen geboostet und die grünen vor allem sehr. Das sollte uns, glaube ich, am meisten helfen. Weiß sind nicht alle, das seien normale Gäste ohne besondere Wünsche. Okay, gut. Dann haben wir das so gemacht. Die drei Gruppen. Jetzt sind wir die... die Abenteurer sind nicht ganz so zufrieden. Aber die anderen umso mehr. Wir lassen es mal so. Rest lassen wir, okay. So. Zufriedenheit der Gäste sollte zunehmen. Geld wird auch eingenommen. Probleme gibt es im Augenblick keine. Wir schauen bei den Mitarbeitern nochmal nach. Ob Leute total fix und fertig sind. Nein, wir könnten unsere Gene nochmal verbessern. Trainieren ist mittlerweile möglich. Hatten wir nicht das erforscht, dass Trainieren geht? Achso, da muss man ja rechts die Werte verändern. Der hat einen super hohen Logistikwert. Sie, die Xaria Kurana, erhöhen wir das hier. Und stecken noch ein paar mehr. Genetik haben wir schon zwei, die sehr gut sind. Wohlbefinden haben wir nur einen, der gut ist. Gibt mir hier zwei auf Wohlbefinden. Wobei, das kann sie eigentlich immer ins Maximum bringen hier. Oh, wir können nur einen Punkt vergeben. Das war der Logistikpunkt. Das wird bestätigt. Dann trainieren wir noch unseren Forschungsspezialisten für die Genetik. Unsere Forschungsspezialistin. Geben wir auch einen Punkt rein. Okay. Dann einmal hier vorne. Einmal trainieren. Spezialist für Genetik. Und dann hier fürs Brüten nochmal. Sind die Spezialisten alle gut versorgt hier? Fein. Dann nochmal rein in die Forschung. Kosten-Upgrades für die Gebäude. Da hat man gerade freigeschaltet. Trainingspunkt. Nochmal zwei Trainingspunkte. Parkbewertung erhöhen sind die Voraussetzungen. Das können wir hier machen. Wissenschaftszentrum, Gebäude-Upgrades für die verschiedenen Zentren. Machen wir das mal. Schalten wir das mal frei. Für die Forschung brauchen wir zwei Logistikpunkte. Ne, fünf. Da hätten wir zwei. Macht das Kurana bitte. Und einmal Start. Prima. Läuft. Sehr schön. So. Dann würde ich gerne nochmal angucken, wie es mit dem lieben Geld aussieht und mit der Versorgung. Strom ist hier überall, das läuft, das ist fein. Dann die Gästezufriedenheit. Ranger-Patrouillen läuft auch überall. Gewinngenerierung. Gästeanreize.
Saurier-Sichtbarkeit hat man festgestellt, das ist schwer. Gästeverteilung. Einrichtungsversorgung. Hier müssen viel mehr Einrichtungen gebaut werden, damit die Leute richtig zufrieden sind. Zuerst müssen wir aber jemanden mal kurz versorgen, ja? Stan ist verwundert. Einmal untersuchen, bitte. In der Zwischenzeit geht's wieder rauf. Brutstätte bereit zum Freilassen. Per Airlift und rüber nach hier links hin, da waren die. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Ich würde gerne mal gucken, ob wir noch einen weiteren Velo uns hören können. Uns holen können. Bei 90% sind die Triceratops. Die können wir auf jeden Fall nochmal machen. Wissenschaftler zuweisen. Regenzgläschen. Karim macht das. Da haben wir extrem große Werte. Top-Genom-Werte wird synthetisiert. Genau. Und? Fand die Untersuchung statt? Ja? Nee, kommt gleich. Kommt die Untersuchung, was der Kollege hat? Und viele Effizienz-Upgrades sind freigeschaltet. Großer Bruch. Die kämpfen auch die ganze Zeit. Das heißt, wir sagen... In der Unterstützungsanlage bitte einmal betäuben. Und danach einmal versorgen, bitte. Ja, Olli hat Stan wieder eine eingeschenkte Raubfriese, genau. So, und sobald er betäubt ist, versucht abzuhauen vom Hubschrauber, von dem mit Betäubungsgewehr runtergefeuert worden ist, einmal abtransportieren und rüber zum Dock und dann weitermachen. Und einmal heilen mit D, mit Ski. Oder Ski. Das ist ja leider auch unser Brutexperte, deshalb können wir im Augenblick nicht ausbrüten. Wir könnten vielleicht nochmal synthetisieren. Wir könnten einen vierten Triceratops uns vielleicht holen, aber ich weiß nicht, ob das sein muss. Können wir aber machen. Ist deren Gehege, wie groß ist deren... Ach, wir lassen es. Komm, wir wollen es nicht übertreiben. Wir wollten ja mehr Einrichtungen bauen. Wir waren eben im Lair drin. Und hatten festgestellt, dass hier oben ganz viel nicht los ist. Das hier sind die Geschenke und andere Geschichten. Das ist vielleicht hier noch einen hinbauen, da noch einen hinbauen. Vielleicht drei hier so. Das heißt, wir gehen einmal in die Gäste rein. In die kleine Einrichtung. Stromversorgung müsste hier funktionieren. Das ist alles sehr eng gebaut hier. Wir bauen erstmal hier links eins hin. Hier oben Strom. Wir ziehen ja nochmal eine Straße rüber auf die andere Seite. Ah, das wird schwer. Wir machen das so. Ich muss leider hier drumherum bauen. Wir ziehen hier noch eine zweite Straße lang. Einen kleinen Weg. Hier lang. Hier hin. Und das geht nicht, weil wir... Ich glaube, wir müssen mit der Bahn überbauen, ne? Das heißt, wir müssen die Bahn einmal abreißen. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Wir müssen es mal ausprobieren. Nee, wir müssen die Bahn abreißen. Geht das? Das könnte Ärger geben. Ich versuch's aber mal, weil damit wir hier noch weitere Objekte hinbauen können. Wir reißen die mal komplett ab. Wir bauen das hier ein bisschen um. Das platzieren wir einen Ticken um. Bewegen das mal
Hier so hin? Passt das hier hin? Nein, passt das hier hin auch nicht. Puh, hier oben in die Ecke vielleicht. Das reicht nicht. Hier unten in die Ecke einmal drehen. Ja, da passt es hin. Perfekt. Ideal. Das kommt hier hin. Einmal Strom. Dann ziehen wir die Bahn hier unten wieder lang. Das heißt, wir gehen rein. Puh, wo war denn das nochmal mit Bahn bauen? Das war Attraktionen. Gästeattraktion, Parktouren. Und dann hatten wir das Gebäude gebaut und damit ging es weiter mit der Tourstrecke hier lang. Und jetzt ziehen wir die ein bisschen in die Mitte. Noch nicht geklappt, weil wir brauchen eine Straßenüberquerung, die braucht viel Platz, richtig viel Platz. Parktour. Das sollte eigentlich reichen. Bin ich gespannt, ob das geht. Das heißt, wir müssen hier unten schon wieder ein Stückchen abreißen. Dann wieder rein in den Neubaumodus. Ja, jetzt geht's. Das sollte eigentlich reichen. Und jetzt haben wir hier ganz viele Straßen. Jetzt können wir hier vorne einen Straßenübergang reinbauen. Das ging, glaube ich, auch über die Attraktionen und hier rüber. Und Straßenübergang war... Oder zog man das einfach rüber? Wie war das nochmal? Oder musste ich erst die Straße setzen? Ich versuch's mal jetzt hier. Ja, die entstehen so automatisch. Hier wieder ran. Ja, 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 und? So geht... Aha. Okay. Einmal hier rüber. Nehmen wir aber die dicken Straßen. Geht das so? Nein, geht das hier? Hallo? Hallo, hallo, bitte komm. Das geht so komischerweise und das andere nicht. Das war sehr komisch hier. Ich hätte das gerne weiter links. So geht's. Dann ist die Frage aber, ob es auf der anderen Seite wieder rüberkommt. Es geht. Ja, wunderbar. So, und jetzt machen wir das Teil hier unten weg. Und jetzt gebe ich die Spielgeschwindigkeit wieder rein. Das weiß ich doch. Ich habe da alles richtig gemacht. Mobbte mich nicht. Ich will nicht gemobbt werden. Kein Kabel. Aber muss erst vielleicht noch zu Ende gebaut werden. Hat immer noch kein Kabel, okay. Das heißt, wenn wir die Station verschieben, muss das Kabel... beziehungsweise der Mast neu gebaut werden. Das ist von hier aus, dann hier hin. Von hier aus dahin. Transportiert. Ja. Irgendjemand ist krank. Das weiß ich doch. Aber der ist, glaube ich, schon beim Doktor. Das war das nicht hier vorne? Ja, ist gerade hier hingebracht worden. Wird hier untersucht. Treibstoff füllen wir bei der Gelegenheit auch mal auf. So. Dann wieder rüber. Das haben wir gemacht. Jetzt bauen wir hier, jetzt können wir hier haufenweise Attraktionen hinbauen. Und machen das auch. Attraktionen für Gäste. Kleine Einrichtungen mit Geschenken. Und die könnten wir jetzt hier hinsetzen. Und es sollte da eigentlich die Stromversorgung geben und viele Gäste daneben. Das sollte eigentlich hinhauen. Mal gucken, ob das klappt. Straße noch. Konfigurieren machen wir auch noch. Ich fand das eben eigentlich ziemlich cool, die Kombination Selfie-Spot Spot und was hat man denn eben?
Grün und Gold noch über den Springbrunnen oder über den Fischtank und dann noch irgendwas Weiß und Grün nochmal. So, Actionfiguren. Hatten wir die eben schon? Ja, eben hatten wir Freizeitbekleidung. Dann wechseln wir jetzt mal durch, machen jetzt die Actionfiguren. Dann machen wir noch eine Straße hier. Klasse. Ja, dann verbessern wir die Straßen hier noch. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Ersetzen aus. Ersetzen aus. Ersetzen ein. Kann man die auch verbessern? Nein, die kann man verbessern. Die kann man verbessern. Scheint zu klappen, ne? Ich glaube, wir haben es hinbekommen. Alle Straßen nochmal auf breitere upgraden. Alle, wo viele Leute abgebildet werden. Ich glaube, wir haben es hinbekommen. Die sind schon alle. Hier sind wenige Leute unterwegs. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Wir generieren deutlich mehr Geld. Schaut mal rechts unten. Das sieht deutlich positiver aus. Irgendwo bricht angeblich ein Dino aus, heißt es im Chat. Wo denn? Ich kann jetzt gerade nichts sehen. Kein Warnhinweis, kein nichts. Oh, hier gibt es Problemchen. Mit der Stabilität anscheinend. Hier ist ein Zaun nicht etwas defekt, oder? Was macht er denn da? Die sozialisieren. Schnuppern einander und sagen sich freundlich guten Tag. Süffeln ein bisschen Wasser. Und je mehr wir hier von den Tieren haben, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die gesehen werden von unseren Gästen. Und das macht die wiederum zufriedener, dann kommen mehr Leute, dann haben wir mehr Geld. Pipapo. Irgendwas in der Art.